Das Thema, das nächste, ist schon gleich im Lied vorgekommen. Es war wie ein Rückblick auf das, was wir von Anke Kern gehört haben und ein Vorausblick auf das Thema, was jetzt kommt. Denn unser nächster Referent spricht über Sucht. Er spricht in Französisch, also es geht nicht um eine französische Sucht, sondern er spricht einfach Französisch und er bringt einen wunderbaren Übersetzer mit. Er müsste eigentlich die doppelte Zeit haben, also hat eine große Herausforderung mit seiner Sprache, sein Thema zu bewältigen. Wenn er über Sucht spricht, spricht er aber nicht über Heroin, über Ecstasy oder nimm was du willst, Nikotin. Er spricht auch nicht über Alkoholiker oder vielleicht Workaholiker. Das sind so die Süchte, die wir so erfolgreich als möglich seit 40 Jahren zu bekämpfen suchen in unserer Mitte. Er spricht über eine Version von Sucht, von der ich manchmal fürchte, ist vielleicht schlimmer als all die eben genannten. Vielleicht eine der schlimmsten Süchte der Gegenwart überhaupt und sie wird programmatisch in die Völker eingepumpt, via Internet. Wir sprechen jetzt mal über Pornografie. Ja, Pornografie. Und ich weiß, die Kinder sind in erster Linie damit, wie soll ich sagen, ja, im Visier dieser Menschen, die die Pornografie fördern. Ich weiß es noch aus meiner Jugend, ich war kaum 12 Jahre alt, wurde ich von Jugendkommunisten, wurde ich da eingenommen. Da wurde die Pornografie systematisch eingepumpt in diese Kreise. Die Leute waren alle kaputt in der kürzesten Zeit. Willenlose Opfer, die man einfach nur so lenken und fanatisieren konnte. Also ein ganz krasses Thema. Und sicher ist es nicht nur für die Kinder gefährlich, die Erwachsenen, egal wer. Also jetzt wird ein Mann zu uns sprechen über den Tsunami der Pornografie, ein außergewöhnlicher Pionier. Wir heißen herzlich willkommen, jetzt hört man mein Französisch, Dr. François Billiot de Lochner. Halleluja. Wir hören seine Biografie. Dr. François Billiot de Lochner. Geboren 1951 in Frankreich. Er ist verheiratet und Vater von 6 Kindern. Ausbildung. Er absolvierte ein Studium am Institut d'études politiques de Paris und an der École de Commerce de Lyon und promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Seine berufliche Laufbahn fand vorwiegend in der Banken- und Finanzwelt statt. Leiter mehrerer Banken. Bis 2007 Präsident der Fédération Banque Finance Assurance à l'UMP. Seit 2005 Vorsitzender verschiedener Investmentfonds, Herausgeber der Zeitschrift Liberté Politique. Seit den 90er Jahren engagiert er sich in Politik und verschiedenen Vereinen, insbesondere als Präsident von France Audace, etwa Kühnes Frankreich, einem Kollektiv von etwa 120 Initiativen, deren Ziel die Wiederaufrichtung Frankreichs ist, darunter insbesondere der Kampf gegen Pornografie. Präsident der Fondation de Service Politique, Stiftung Politischer Dienst, Autor verschiedener Essays, die die Auflösung der französischen Gesellschaft, Dekonstruktion, beschreiben und Lösungen zur Umkehrung dieses Prozesses aufzeigen, Präsident des Vereins Stop au Porno, Stopp der Pornografie. Der Hauptschwerpunkt der Arbeit von Dr. François Billiot de Lochner ist heute daher der Kampf gegen die Pornografie. Dies kommt insbesondere zum Ausdruck in seinem Roman Le Parfum du Château, veröffentlicht 2017 bei Terramare. Sein Vortragsthema heute lautet: Den Tsunami der Pornografie verstehen und bekämpfen. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Alles Gute dir. Très chers amis, liebe Freunde, ne parlant pas allemand, j'ai un traducteur. Da ich nicht Deutsch spreche, habe ich einen Übersetzer. Alors, j'ai pris une décision importante. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. J'avais préparé une conférence écrite.
Ich hatte schon alles auf schriftliche Weise vorbereitet. Cette conférence écrite faisait appel à mon intelligence artificielle. Und das hatte mit meiner künstlichen Intelligenz zu tun. Et j'ai décidé aujourd'hui de parler avec mon cœur uniquement. Und ich habe entschieden, heute nur mit meinem Herzen zu reden. Pourquoi ai-je pris cette décision? Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Parce que ce matin, Monsieur le Président nous a expliqué. Weil heute Morgen hat uns der Herr Präsident gezeigt, que le cœur était le meilleur moyen de toucher les intelligences. Dass das Herz das beste Mittel ist, die Intelligenz zu treffen. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, bien sûr, les organisateurs. Vorweg möchte ich den Organisatoren danken. Mais aussi cette immense assemblée. Aber auch den ganzen Menschen, die hier sind. D'accepter d'écouter des choses sur un sujet aussi dramatique que la pornographie. Dass sie akzeptieren, Dinge über ein solch dramatisches Thema wie die Pornografie zu hören. Il y a quelques semaines, j'étais dans un grand pays musulman. Vor einigen Wochen war ich in einem großen muslimischen Land. Je discutais avec des dignitaires politiques et religieux. Ich habe mit politischen und religiösen Würdenträgern diskutiert. Et tout d'un coup, ils m'ont dit. Und auf einmal sagten sie zu mir: L'Occident a un problème fondamental, c'est la pornographie. Der Westen hat ein fundamentales Problem, das ist die Pornografie. Et la pornographie tuera l'Occident si vous ne faites rien. Und die Pornografie wird den Westen umbringen, wenn ihr nichts macht. Et je crois qu'ils ont raison, hélas. Und ich glaube, dass sie total recht haben. Alors, je voudrais d'abord dire que la pornographie, bien sûr, on pense tout de suite à Internet. Ich möchte vorneweg sagen, wenn man an Pornografie denkt, denkt man direkt an Internet. Mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'Internet. Aber in Wahrheit ist das viel mehr als nur Internet. Comme cela a été dit ce matin, la pornographie est un projet ancien. Wie es heute Morgen schon gesagt wurde, die Pornografie ist ein altes Projekt. Qui a pour objectif de détruire les sociétés fondées sur les valeurs chrétiennes. Das zum Ziel hat, die Gesellschaften, die auf christlichen Werten gegründet sind, zu zerstören. Et finalement de détruire l'humanité tout entière. Und endgültig die Menschheit zu zerstören. Au XVIIIe siècle déjà, schon im 18. Jahrhundert, les philosophes européens avaient beaucoup parlé de la pornographie. Haben die europäischen Philosophen sehr viel über Pornografie gesprochen. Et expliquaient publiquement que pour détruire l'ordre social qu'ils détestaient, und haben öffentlich erklärt, dass die soziale Ordnung, die sie gehasst haben, zu zerstören, il fallait notamment détruire l'image de la femme, müsste man das Bild der Frau zerstören, en développant la pornographie, indem man Pornografie verbreitet, et en arrivant à un système où la sexualité serait complètement débridée. Und indem man zu einem System kommt, wo Sexualität etwas völlig Normales ist. Les scientistes du 19e siècle, die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, les libéraux libertaires du 20e siècle, und die Freiheitsdenker des 20. Jahrhunderts, ont prolongé ce qui avait été prévu, notamment par les philosophes du 18e siècle. Haben das fortgeführt, was schon geplant wurde von den Philosophen des 18. Jahrhunderts. Donc, la pornographie n'est pas qu'Internet. Also ist Pornografie nicht nur Internet. Je voudrais aussi souligner le fait, ich würde auch einen Fakt gern unterstreichen, que les sociétés aujourd'hui, dass die heutigen Firmen ont construit pour chaque individu, für jeden Einzelnen, un espèce de chemin pornographique, einen pornografischen Weg gebaut haben, auquel on ne peut pratiquement pas échapper, dem man sich eigentlich nicht entziehen kann. Du matin au soir, von morgens bis abends, chacun d'entre nous vit une agression permanente.
erlebt jeder Einzelne eine permanente Aggression. Les radios qui diffusent des messages semi-pornographiques. Im Radio werden semi-pornografische Inhalte verbreitet. Les journaux qui diffusent des messages semi-pornographiques. In den Zeitungen werden semi-pornografische Inhalte verbreitet. Les livres qui souvent délivrent des messages pornographiques. In Büchern, in denen pornografische Inhalte vermittelt werden. Les kiosques à journaux. Die Anzeigen. Les affichages dans les librairies. Die Anzeigen in Büchereien. Les radios du soir, notamment à destination des jeunes. Die Abendradiosendungen, die darauf abzielen, Jugendliche zu erreichen. Tout cela constitue une sorte de chemin pornographique. Und das alles bildet einen pornografischen Weg, duquel il est très difficile de s'extirper. Dem es sehr schwer ist, sich zu entziehen. Alors, c'est comme ça en France, mais sûrement pas en Suisse, bien sûr. So ist es in Frankreich, aber sicherlich nicht in der Schweiz. Donc, nous vivons dans un monde pornographié. Also leben wir in einer pornografischen Welt. Et les pornocrates aujourd'hui semblent triompher. Und die Pornokraten denken, dass sie triumphiert haben. Alors, simplement quelques chiffres rapides. Einige Zahlen nur zum Durchgehen. Pendant que nous parlons en ce moment. Während wir hier sprechen. Le tiers des connexions Google. Sind ein Drittel der Suchanfragen auf der Suchmaschine Google. Concerne des sites pornographiques. Auf pornografische Seiten. C'est absolument terrifiant. Das ist wirklich angsteinflößend. Le premier site pornographique au monde. Die erste pornografische Seite auf der Welt. A 300 millions d'abonnés. Hat 300 Millionen Abonnenten. Et a un stock de vidéos pornographiques. Und hat ein Videomaterial. De 13 milliards de vidéos. Von 13 Milliarden Videos. Les quatre premiers sites pornographiques au monde. Die vier führenden pornografischen Seiten weltweit. Diffusent dans une année. Verbreiten in einem Jahr. 38 milliards. Non. 380 milliards de vidéos pornographiques. 380 Milliarden pornografische Videos. Qui osera dire aujourd'hui que ça n'est pas un tsunami? Wer würde heute sich trauen zu sagen, dass das kein Tsunami ist? Nous vivons vraiment un monde effrayant. Wir leben wirklich in einer erschreckenden Welt. Alors, qui est touché aujourd'hui par la pornographie? Wer ist heute von Pornografie betroffen? Aujourd'hui, les études les plus sérieuses. Durch die seriösesten Studien. Disent que 90% de la population. Wissen wir, dass 90% der Bevölkerung. Est soumise peu ou prou. Mehr oder minder. À peu près. Ungefähr. À des matériaux pornographiques. Pornografischen Inhalten unterliegt. 90%. 90%. Donc, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Also haben Sie komplett recht, Herr Präsident. La pornographie ne concerne pas du tout que les jeunes. Pornografie betrifft nicht nur Jugendliche. Ça nous concerne tous de 3 ans à 99 ans. Das betrifft uns alle ab dem dritten Lebensjahr bis zum 99. Mais évidemment, la population jeune est la plus touchée. Aber natürlich ist die junge Bevölkerung die am meisten Betroffene. Quelles sont maintenant les conséquences de la pornographie? Was sind jetzt die Konsequenzen der Pornografie? La première chose, erstens, c'est que la pornographie détruit complètement la personne humaine. Pornographie zerstört komplett die Person. Je suis désolé, mais nous avons en plus de petites parties du corps. Es tut mir sehr leid, aber wir haben über sehr, sehr kleine Teile in unserem Körper. Une âme. Eine Seele. Une intelligence. Eine Intelligenz. Un cœur. Ein Herz. Et un corps tout entier. Und einen gesamten Körper. Au nom de quoi? Auf Basis
Les pornocrates disent-ils, die Pornographen sagen, que la personne humaine, dass der Mensch, n'est qu'un entrejambe, n'est qu'une petite partie du corps. Dass der Mensch nur ein kleiner Teil des Körpers sei. C'est un pur scandale. Das ist ein purer Skandal. Scientifique. Wissenschaftlich. Philosophique. Philosophisch. Moral. Moralisch. Les pornocrates. Die Pornokraten. Sont des ennemis de l'humanité tout entière. Sind Feinde der gesamten Menschheit. La pornographie atteint en profondeur le cerveau. Die Pornografie erreicht im Tiefen das Gehirn. Nous avons une substance dans le cerveau qui s'appelle la dopamine. Wir haben in unserem Gehirn eine Substanz, die sich Dopamin nennt. Cette substance nous permet de répondre à nos besoins primaires. Diese Substanz erlaubt uns, unseren Erstbedürfnissen zu antworten. Quand je vois sur la table de la nourriture agréable, wenn ich auf dem Tisch schönes Essen sehe, ma dopamine agit et j'ai envie d'aller manger cette nourriture. Handelt mein Dopamin und ich habe Lust, dieses Essen zu verzehren. Voilà. Ça, ce sont les besoins primaires et la sexualité fait partie des besoins primaires. Das sind Erstbedürfnisse und die Sexualität gehört zu diesen Erstbedürfnissen. Or, la pornographie sur une grande durée auf lange Dauer ist aber Pornografie supprime les réactions de la dopamine. Ist Pornografie dafür verantwortlich, dass Reaktionen von Dopamin ausgelöscht werden? Et c'est la raison pour laquelle, und das ist der Grund, weshalb, lorsque l'on s'enfonce dans la pornographie, wenn man sich komplett in Pornografie hineingibt, la dopamine ne réagit plus, Dopamin nicht mehr reagiert, la sexualité devient problématique, die Sexualität problematisch wird, et il faut toujours plus de pornographie pour essayer de s'exciter. Und man braucht immer mehr Pornografie, um sich zu stimulieren. C'est donc une destruction véritable de la personne. Es ist also eine komplette Zerstörung des Menschen. La deuxième destruction, die zweite Zerstörung, par la pornographie, durch Pornographie, c'est la destruction de la relation sociale. Ist die Zerstörung der sozialen Kontakte. Comment pourrions-nous imaginer, wie könnten wir uns vorstellen, que quelqu'un qui regarde tout le temps de la pornographie, dass jemand, der dauerhaft pornografische Inhalte konsumiert, ne considérera pas à terme que la femme, nicht denken wird, dass die Frau, n'est plus une femme, nicht mehr eine Frau ist, mais un objet de plaisir, sondern ein Lustobjekt, un objet de consommation courante, ein Objekt, was man als Mann verbrauchen kann. Et comment imaginer, und wie könnte man sich vorstellen, la même chose pour les femmes, dieselbe Sache auf Frauen übertragen, qui s'adonne à la pornographie. Die sich der Pornografie hingeben. La pornographie tue le lien social. Die Pornografie zerstört soziale Beziehungen. D'ailleurs, les gens qui s'adonnent à la pornographie s'enferment en général dans leur maison. Außerdem sperren sich für gewöhnlich Menschen, die sich der Pornografie hingeben, zu Hause ein. Donc, c'est un deuxième désastre, c'est le désastre social. Der zweite Aspekt ist das soziale Desaster. Le troisième désastre, c'est le désastre familial. Der dritte Punkt ist das familiäre Desaster. Comment pourrait-on imaginer, wie könnte man sich vorstellen, que lorsque dans un ménage, monsieur regarde de la pornographie, dass während in einem Haushalt der Herr pornografische Inhalte konsumiert, comment peut-on imaginer que la femme puisse accepter ça? Wie könnte man sich vorstellen, dass die Dame des Hauses das akzeptiert? Et inversement d'ailleurs. Und umgekehrt genauso. Ce qui fait que la pornographie est une des causes principales de divorce aujourd'hui. Was dazu führt, dass Pornografie eines der Hauptgründe für Scheidungen heutzutage ist. Donc, l'on voit bien que la pornographie véritablement tue la personne et la relation sociale. Hier sieht man deutlich, dass Pornografie nicht nur die Person tötet, sondern auch die sozialen Beziehungen. Nous avons dans notre organisation,
in unserer Organisation. Des témoignages effrayants. Haben wir erschreckende Zeugnisse? De gens qui se sont enfermés dans la pornographie. Von Leuten, die sich eingesperrt haben durch Pornographie. Et qui nous écrivent qu'ils se considèrent comme morts. Und die uns berichten, dass sie von sich selber behaupten würden, dass sie tot sind. La pornographie à terme est comme une mort de la personne. Die Pornographie ist wie der Tod eines Menschen. Alors, que faire? Was können wir tun? Car nous pouvons faire des choses, même si c'est très compliqué. Weil wir Dinge tun können, auch wenn diese sehr kompliziert sind. La première chose à faire, c'est de reconstituer la forteresse familiale. Die erste Sache, die wir tun können oder tun sollen, ist die familiäre Festung wieder aufzubauen. La lutte première contre la pornographie ne peut se passer qu'à l'intérieur de la famille. Der erste Kampf gegen Pornographie kann nur im Inneren der Familie stattfinden. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Was bedeutet das in der Praxis? La première chose, c'est qu'il faut éviter tous les matériaux pornographiques à l'intérieur de sa maison. Erstens sollte man alle pornografischen Materialien innerhalb seines Hauses vermeiden. Il faut en faire un véritable havre, un royaume de pureté familiale. Man sollte daraus ein Reich der familiären Reinheit machen. C'est extrêmement contraignant et ça ne concerne pas qu'Internet. Und das ist sehr fordernd und betrifft nicht nur das Internet. Bien sûr, il ne faut pas que les enfants jeunes aient des ordinateurs dans leur chambre. Natürlich sollten junge Kinder keine Computer in ihren Zimmern haben. Qu'ils aient dans leur chambre liberté d'iPhone. Sollten nicht in ihrem Zimmer die Freiheit haben, das Handy einfach so nutzen zu können. Ou alors, il faut mettre toutes les protections possibles sur ces appareils, évidemment. Oder man sollte dann alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen auf diesen Geräten installieren. Mais il n'y a pas que ça. Aber es gibt nicht nur das. Je suis toujours très étonné. Ich bin immer noch sehr erstaunt. Par des témoignages que j'ai dans les familles. Von Zeugnissen, die ich durch Familien bekomme. De parents qui me disent. Von Eltern, die zu mir sagen. Oh, vous savez, on a des livres un peu pornographiques, mais ils sont en haut de la bibliothèque. Die mir sagen, ja, wir haben so semi-pornographische Bücher, aber die sind ganz oben im Bücherregal. Comment les parents peuvent-ils être aussi inconscients? Wie können Eltern so rücksichtslos sein? Dès qu'ils seront sortis, les enfants monteront sur des tabourets pour prendre les livres, évidemment. Sobald sie aus dem Haus sind, werden die Kinder logischerweise auf Stühle steigen, um diese Bücher zu nehmen. Donc il faut faire le ménage. Also sollte man zu Hause aufräumen. Et balayer sa maison de tous les matériaux pornographiques. Und sein Haus gründlichst von allen pornografischen Inhalten säubern. Les livres. Die Bücher. Les revues. Die Hefte. Les DVD. Die DVDs. Tout ce qui est pornographique, poubelle. Alles, was Pornografie ist, in den Müll. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Ich will euch eine kurze Anekdote erzählen. Il y a un écrivain français célèbre. Es gibt einen berühmten französischen Schriftsteller. Qui s'appelle Welbeck. Der heißt Welbeck. Welbeck a écrit un roman. Welbeck hat etwas geschrieben. Il y a 4 ans, je crois. Vor 4 Jahren. Très bien écrit. Sehr schön geschrieben. Passionnant. Sehr reizend. Qui a été acheté vraiment par beaucoup de monde. Was von sehr vielen Menschen auch gekauft wurde. Et donc tout allait très bien. Und alles war super gut. Mais dans les 300 pages. Aber in diesen 300 Seiten. Il y avait 40 pages hautement pornographiques. Gab es 40 Seiten, die höchst pornografisch waren. Toutes les familles se sont précipitées pour acheter Welbeck. Alle Familien haben sich darum gerissen, um Welbeck zu kaufen. C'est tout simplement stupide. Das ist einfach nur dumm. Et scandaleux. Und skandalös.
Je me fais souvent siffler dans mes conférences en France. Oftmals werde ich in Konferenzen in Frankreich ausgepfiffen. Quand je raconte cette anecdote. Wenn ich diese Anekdote erzähle. Parce que tout le monde a acheté Welbeck. Weil jeder dieses Buch gekauft hat. Ça, c'était donc sur la vie familiale. Das war nun das, was das Familienleben betrifft. Il ne faut pas se contenter de sa forteresse familiale. Man sollte sich aber nicht auf seiner familiären Festung ausruhen. Aujourd'hui, il faut pour ses enfants. Heutzutage muss man für seine Kinder. Regarder les écoles. Die Schulen genauer anschauen. Dans lesquelles il peut y avoir plus de morale qu'ailleurs. In welchen es manchmal mehr, manchmal weniger Moral als anderswo geben kann. Parce que le diplôme est important, sûrement. Weil ein Diplom sicherlich sehr wichtig ist. Mais l'épanouissement personnel des enfants ne passe pas que par le diplôme. Aber die Entfaltung, die persönliche Entfaltung der Kinder geht nicht nur über ein Diplom. Alors, je voudrais donner deux conseils. Ich würde gern zwei Ratschläge geben. Qui me semblent vraiment importants. Die mir sehr wichtig erscheinen. Premièrement, erstens, en famille, im Familienleben, je crois qu'il faut absolument, glaube ich, dass man wirklich, ne pas avoir peur de parler de morale, nicht Angst haben sollte, über Moral zu sprechen. Chacun d'entre nous sait très bien, jeder weiß sehr genau, qu'il y a un bien pour le bonheur, dass es ein Gutes gibt, was Glück bringt. Et qu'il y a un mal pour le malheur. Und was ein Schlechtes gibt, das auch Schlechtes bringt. C'est ce qu'on appelle la morale. Sowas nennt man Moral. Mais en France, en tous les cas, aber in Frankreich, il est désormais interdit de parler de morale. Ist es seither verboten, über Moralvorstellungen oder Moral zu reden. Même dans les milieux catholiques, protestants, évangéliques. Auch in den katholischen, protestantischen, evangelischen Bereichen. Parce que l'on considère, je ne sais pas pourquoi, weil man irgendwie denkt, que c'est contre-productif. Dass das kontraproduktiv sei. Mais contre-productif de quoi? Aber kontraproduktiv in Bezug auf was? Évidemment que les enfants ont besoin que l'on parle du bien pour le bonheur et du mal pour le malheur. Natürlich, dass die Kinder wissen, dass man ihnen vom Guten für das Glück und vom Schlechten fürs Schlechte. Et ne cherchons pas de faux arguments. Und wir suchen keine schlechten Argumente. Une espèce de soupe. Sowas wie eine Suppe. Une espèce de langage très très plat. So, das sind sehr, sehr platte, stumpfe Wortwahlen. Par peur de dire les choses comme elles sont. Aus Angst, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure. Soyons libres et vrais. Ich werde das wieder aufgreifen, was vorhin gesagt wurde. Seien wir frei und ehrlich. Voilà. La liberté pour la vérité et la vérité dans la liberté. Die Freiheit für die Wahrheit und die Wahrheit in Freiheit. Alors, il est aussi possible d'agir au niveau de la société. Es ist auch möglich, in Bezug auf die Gesellschaft zu handeln. Et je crois qu'il faut impérativement le faire. Und ich glaube, dass man das unbedingt machen muss. Car il y va de l'avenir, je crois, de l'humanité. Weil es um die Zukunft der Menschheit geht. Alors, je voudrais vous, sans vouloir faire de la publicité pour la Fondation de Service Politique, ohne hier Werbung für meine eigene Organisation machen zu wollen, je voudrais vous expliquer ce que nous faisons en ce moment pour lutter contre la pornographie. Würde ich Ihnen gerne erklären, was wir in diesem Moment machen, um gegen Pornografie zu kämpfen. Premièrement, erstens, je sillonne à titre personnel la France. Bin ich unterwegs in ganz Frankreich? Et maintenant la Suisse. Und jetzt in der Schweiz. Pour que les gens que j'ai en face de moi comprennent et soient sûrs, damit die Leute, die mir gegenüberstehen, verstehen, que la pornographie est un drame mondial. Dass die Pornografie ein weltweites Drama ist. Car je suis très étonné en France, weil ich sehr erstaunt darüber bin, dass in Frankreich, par le fait que les adultes, dadurch, dass Erwachsene, ne s'intéressent pas au sujet. Sich nicht für das Thema interessieren, es quasi untergeht.
Peut-être en ont-ils peur, tout simplement. Vielleicht haben sie Angst. Donc nous faisons des conférences tout le temps. Also machen wir durchgehend Konferenzen. La deuxième chose, au niveau des hommes politiques. Die zweite Sache ist, auf politischer Ebene. À chaque élection. Bei jeder Wahl. Je vais voir les candidats aux élections présidentielles. Besuche ich die Präsidentschaftswahlkampfteilnehmer. Et je leur demande. Und stelle ihnen die Frage. De mettre dans leur programme politique. In ihr politisches Programm aufzunehmen. Quelque chose concernant la lutte contre la pornographie. Dass sie gegen Pornografie aktiv vorgehen. En 2017. 2017. Deux grands partis. Haben zwei große Parteien, plutôt à droite, eher rechts, ont accepté de mettre quelque chose sur la pornographie. Eingewilligt, etwas über Pornographie einzubringen. C'était la première fois. Das war das erste Mal. Donc, c'est une petite lumière d'espoir. Also ist es ein ganz kleines Licht. La troisième chose, die dritte Sache, nous intervenons beaucoup au niveau des parents. Wir treten oft mit Eltern in Kontakt. Parce que aujourd'hui les parents démissionnent. Weil heutzutage treten oftmals die Eltern zurück. Et n'ont pas tellement envie de parler de ce sujet à leurs enfants. Und wollen nicht so oft mit ihren Kindern über dieses Problem reden. Et ils laissent du coup. Und überlassen. Les écoles, den Schulen, des formateurs, anderen freiwilligen Helfern, des psychologues, Psychologen, parler à leurs enfants de ce sujet. Mit ihren Kindern über dieses Thema reden. Et ça, c'est catastrophique. Und das ist katastrophal. Pourquoi? Warum? Parce que ces éducateurs, weil diese Erzieher, le font en groupe. Das in Gruppen machen. Des groupes qui ne sont pas du tout homogènes. Gruppen, die ganz und gar nicht homogen sind. Et ils disent à des enfants de 12 ans. Und sie sagen Kindern, die 12 Jahre alt sind. La même chose qu'à des enfants de 8 ans. Dieselben Sachen wie Kindern, die 8 Jahre alt sind. Ce qui est une pure catastrophe. Und das ist eine pure Katastrophe. Déjà entre deux enfants de 12 ans. Schon zwischen zwei Kindern, die 12 Jahre alt sind, il y a des écarts considérables, gibt es erhebliche Unterschiede. Mais entre 12 ans et 8 ans, aber zwischen 12 und 8 Jahren, c'est un gouffre qui sépare les deux âges. Ist das eine Kluft, die beiden Alter trennt. D'autre part, andererseits, tous ces éducateurs, entre guillemets, haben alle diese unter Anführungszeichen Erzieher, mettent entre les mains des enfants, also übergeben sie den Kindern des livres, Bücher, qui sont terriblement crus, die so rau sind, voilà, terriblement descriptif, die alles genau detailliert beschreiben, terriblement scientifique, die aber auch so wissenschaftlich sind, et qui n'abordent pas du tout le sujet moral, und die überhaupt nicht auf die moralische Komponente eingehen, puisque c'est contre-productif, weil dies ja kontraproduktiv sei. Résultat. Das Resultat davon ist, je pense que ces formations, ich glaube, dass diese Erziehungskurse, ont davantage tendance à exciter à la pornographie qu'à la combattre. Mehr das Resultat haben, dass die Kinder zur Pornografie hingedrängt werden, als dass sie davon abgehalten werden. Voilà. Donc prudence. Also seid vorsichtig. Le troisième point que je voudrais signaler, der dritte Punkt, den ich ansprechen würde, c'est le langage que l'on emploie sur ce sujet. Ist die Art und Weise, wie man darüber spricht. Depuis en France une trentaine d'années, seit ungefähr 30 Jahren ist es in Frankreich so, la grande mode, ist es in Frankreich an der Mode, et d'être le plus détaillé possible dans tous les détails. Dass man am detailliertesten darüber berichtet. C'est une aberration. Das ist wirklich abnormal. Et il faut vraiment ne pas être psychologue pour faire ce genre de choses. Und man muss absolut kein Psychologe sein, um diese Sachen zu tun. Chacun sait qu'un enfant de 9 ou 10 ans,
Jeder weiß, dass ein 9- oder 10-jähriges Kind vit ce qu'on appelle un âge de latence. Dass sie ein sozusagen Latenzalter leben. Et que ces sujets-là und dass diese Themen ne les intéressent pas vraiment. Sie in keinster Weise interessieren. Au nom de quoi force-t-on les enfants de 9 ou 10 ans? Warum zwingt man 9- oder 10-jährige Kinder à ne pas vivre normalement leur âge de latence? Nicht normal zu leben. Et donc à leur inculquer dans la tête et dans le corps und zu versuchen ihnen körperlich und rational des tas de choses qu'ils pourraient parfaitement ignorer à cet âge-là. Dinge einzupflanzen, die sie in diesem Alter perfekt ignorieren könnten. Voilà, donc pour les familles, le sujet est très important, mais je reconnais très compliqué. Für Familien ist dieses Thema sehr wichtig, aber ich erkenne es selber auch sehr kompliziert. Je ne voudrais pas dépasser mon temps, donc je vais avancer. Ich würde meine Zeit gerne nicht überschreiten, also werde ich weitergehen. Je voudrais citer 4 ou 5 exemples rapides. Ich würde gerne 4 oder 5 Beispiele nennen. Qui sont de magnifiques lumières dans cette sombre, ce sombre contexte pornographique. Die wunderschöne Lichtblicke in dieser dunklen pornografischen Welt sind. Aujourd'hui. Heute. Si vous allez à Moscou. Wenn Sie nach heute nach Moskau reisen. Et si vous allez sur Internet. Und wenn Sie ins Internet gehen. Vous ne pourrez pas visionner de vidéos pornographiques. Werden Sie kein einziges pornografisches Video finden können. La Russie a bloqué tous les sites pornographiques. Russland hat alle pornografischen Seiten blockiert. Je me souviens d'une discussion à l'Élysée. Ich erinnere mich an eine Diskussion avec le président de la République. Mit dem französischen Präsidenten. Disant, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais bloquer les sites pornographiques. Indem er sagte, ihr werdet sehen, ich werde alle pornografischen Seiten sperren lassen. Évidemment, il n'a rien fait. Natürlich hat er nichts gemacht. Poutine l'a fait. Putin hat es getan. Mais le président de la République française déteste Poutine. Aber der französische Präsident hasst Putin. Ceci peut expliquer cela. Dies kann das natürlich erklären. Autre exemple très intéressant. Ein anderes sehr interessantes Beispiel. Connaissez-vous la ville de Toowoomba? Kennen Sie das, die Stadt Toowoomba? Non. Personne ne connaît la ville de Toowoomba. Kennt keiner die Stadt Toowoomba? Eh bien, moi, je la connais depuis très peu de temps, je vous rassure. Und ich war dort vor kurzer Zeit. Toowoomba est une ville en Australie. Das ist eine Stadt in Australien. De 150 000 habitants. Von 150.000 Bewohnern. Ça n'est pas un petit village. Das ist kein kleines Dorf. Des associations. Vereine. Des parents. Eltern. Des élus und Gewählte se sont rassemblés, haben sich zusammengeschlossen et ont décidé und haben beschlossen, d'enlever tout matériau pornographique de la ville de Toowoomba. Alle pornografischen Elemente aus der Stadt zu entfernen. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Toowoomba, und wenn Sie heute in dieser Stadt spazieren gehen, vous êtes certain d'être protégé du tsunami pornographique. Sind Sie sicher, vom pornografischen Tsunami beschützt zu sein? Et en plus de ça, darüber hinaus, et en vous regardant, ça me donne une idée. Und während ich Sie so anschaue, gibt es mir eine Idee. Oui. Ja. Oui, oui. Ja, ja. Oui, j'ai une idée. Ja, ich habe eine Idee. Alors, je vais vous raconter l'anecdote et après ça, je vous parlerai de mon idée. Ich werde euch die Anekdote erzählen und dann erzähle ich euch von meiner Idee. Le maire de Toowoomba. Der Bürgermeister von Toowoomba a décidé hat beschlossen de
faire venir sur la place centrale de la ville, dass er auf dem zentralen Platz der Stadt tous ceux qui avaient envie alle kommen lässt, de prononcer publiquement die öffentlich irgendwas, un serment antipornographique. Einen antipornografischen Schwur leisten wollen. Et il y a eu des centaines de personnes qui sont venues prononcer le serment antipornographique. Und hunderte Menschen sind gekommen und haben diesen antipornografischen Schwur geleistet. Oui. Et je crois que vous avez compris mon idée. Ich glaube, ihr habt meine Idee verstanden. Que vous me réinvitiez dans quelques mois. Ihr müsstet mich in ein paar Monaten wieder einladen. Vous imaginez une salle aussi magnifique prononcer pour ceux qui le veulent un serment antipornographique publiquement et à voix forte. Stellt euch vor, ein so gefüllter Saal spricht einen antipornografischen Schwur ganz laut aus. Ça pourrait faire le tour du monde. Das könnte um die ganze Welt gehen. Voilà. Alors, dans les autres, je ne vais pas énumérer tous les signes d'espoir. Ich werde natürlich nicht bei allen Lichtblicken ins Detail gehen. Mais il y en a beaucoup qui s'allument en ce moment. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Lichtblicke in diesem Moment. En tous les cas, en France. Auf allen Fällen in Frankreich. Je note que beaucoup de médias, viele Medien, depuis un an à peu près, seit circa einem Jahr, nous relaient et utilisent ce que l'on dit sur la pornographie, verwenden das, was wir über Pornografie sagen, quel que soit le champ politique de ces médias. Komplett egal, in welche politische Ecke man diese Medien einordnen würde. Donc ça, c'est une source de grande joie. Also ist das wirklich eine große Freude für uns? Parce que du coup, nous ne sommes pas enfermés. Weil wir nicht eingesperrt sind. Dans de la protestation un petit peu limitée. In eine limitierte Protestaktion. Mais au contraire, nous ouvrons le champ. Aber im Gegenteil, öffnen wir das Feld. À une réflexion beaucoup plus globale. Für eine globale Reflexion. Autre point de satisfaction. Ein anderer Punkt. L'association Pornostop. Der Verein Pornostop. Dont on parlait tout à l'heure. Von dem wir vor kurzem geredet haben. A attaqué en justice. Hat gerichtlich angefochten. Le ministère de l'Éducation nationale. Den Bildungsminister. Pour incitation à la débauche. Weil die Kinder dazu angestiftet hat, pornografische Inhalte zu konsumieren. Parce que en France, weil in Frankreich, les ministres récents haben die jetzigen Minister ont pris la décision den Entschluss gefasst, de pervertir à grande échelle die Generation in hohem Grade zu sexualisieren. La jeunesse qui leur est confiée. Also die Jugend im hohen Grade zu sexualisieren. Si je l'avais sur moi, hätte ich es bei mir, je vous aurais montré un petit livre, hätte ich euch ein kleines Büchlein gezeigt, distribué aux élèves, es an die Schüler verteilt, qui est tellement pornographique, das so pornografisch ist, que j'ai commencé à le lire, dass ich begonnen habe, es zu lesen, et que j'ai arrêté la lecture, und dass ich es aufgehört habe zu lesen, und das wird an Schüler verteilt. J'avais envie de vomir. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich gleich übergeben muss. Et je me suis dit que des enfants de 7 ans, 10 ans, 14 ans, und ich habe mir gedacht, Kinder, die 7, 10 oder 14 Jahre alt sind, sans aucune préparation, ohne jegliche Vorbereitung, allaient subir ce lavage de cerveau ignoble, müssten jetzt diese Gehirnwäsche über sich ergehen lassen, c'est véritablement insupportable et ça méritait un procès. Und das ist untragbar und das verdient ein Gerichtsurteil. Je vérifie toujours mon temps. Ich schaue immer nach, wie viel Zeit mir noch bleibt. Soyez rassurés, dans 10 minutes j'aurai terminé, vous pourrez vous réveiller. Seid sicher, in 10 Minuten bin ich fertig, dann könnt ihr wieder aufwachen.
l'ancien ministre de l'Éducation nationale en France, der ehemalige Bildungsminister in Frankreich, mérite d'être cité. Muss hier genannt werden. Il s'agit de Madame Belkacem. Sie heißt Frau Belkacem. Franco-marocaine. Französisch-marokkanischer Abstammung. Qui a perverti l'Éducation nationale à un point inimaginable. Die Bildung Frankreichs auf derartige Weise sexualisiert hat. En faisant ouvrir des sites pornographiques à destination des élèves. Indem sie für Schüler pornografische Seiten geöffnet hat. Qui affichait en France une vie complètement débridée. Die ein komplettes, lockeres Leben in Frankreich zeigen sollten. Mais qui, lorsqu'elle allait au Maroc, aber wenn sie jetzt nach Marokko damit gehen würde, rallongeait ses jupes, sich lange Röcke anzog, et mettait un voile, und ein Kopftuch benutzte. Et l'on voit la contradiction extraordinaire, und hier sieht man den unglaublichen Gegensatz, d'élite, der Elite, qui n'ont plus aucune notion de morale, die überhaupt keine Moral mehr besitzen, et qui, en fonction du pays, und die je nach Land, change complètement de comportement. Ihr Verhalten komplett ändern. Parce que Madame Belkacem, weil Frau Belkacem serait ministre de l'Éducation nationale au Maroc, wäre sie Bildungsministerin in Marokko, elle ferait exactement l'inverse, würde sie genau das Gegenteil machen, de ce qu'elle a fait en France, von dem, was sie in Frankreich gemacht hat. Sinon, elle risquait tout simplement, sonst, la prison à vie, würde ihr lebenslange Haft drohen. Mais ces élites sont très intelligentes. Aber diese Eliten sind sehr intelligent. Et savent parfaitement ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Und wissen ganz genau, was sie machen können und was nicht. Pousser jusqu'au bout. Und sie treiben es bis an die Spitze. Mais en s'arrêtant juste à la ligne jaune. Aber bleiben genau bei dieser gelben Linie stehen. Le problème est que je considère que la ligne jaune a été dépassée. Das Problem ist, dass ich denke, dass diese Linie schon längst überschritten wurde. Et j'attends avec intérêt le jugement du procès. Und ich auf das Gerichtsurteil warte. Dans quelques mois, je crois. Ich hoffe in einigen Monaten. Soyons clairs, les juges en France, die Richter in Frankreich, ont décidé, haben beschlossen, ont décrété, haben einen Brief hinausgegeben, que la pornographie n'était pas un problème, dass pornografische Inhalte keinerlei Probleme darstellen, au nom de la liberté individuelle, im Namen der individuellen Freiheit. Mes chers amis, quelle liberté individuelle! Liebe Freunde, welche individuelle Freiheit! Il y a en France un code pénal, in Frankreich gibt es ein Strafgesetzbuch, qui punit la pornographie, das Pornografie verurteilt, de lourde peine de prison et d'amende, von härtesten Gefängnisstrafen bis zu schwersten Bußen. Le code pénal n'est plus jamais appliqué. Aber dieses Strafgesetz wird nicht mehr angewendet. Au nom de la liberté. Im Namen der Freiheit. Voilà. Chers amis, je voudrais conclure pour ne pas prendre trop de temps. Liebe Freunde, ich würde gerne zum Ende kommen. Je voudrais vous délivrer un message très authentique, très vrai, très personnel. Ich würde euch gerne eine sehr authentische, sehr echte und sehr persönliche Nachricht überbringen. Quand je vois une pareille organisation, wenn ich eine derartige Organisation sehe, quand je vois une salle aussi magnifique que celle-là, wenn ich eine so schöne Halle wie diese hier sehe, quand je vois toutes ces superbes personnalités jusqu'au fond de la salle qui vivent droit, wenn ich diese unglaublichen Persönlichkeiten bis ganz hinten in den Saal sehe, die ehrlich leben, qui accepte d'avoir des discussions difficiles ou des conférences difficiles, die akzeptieren, schwierige Konferenzen oder schwierige Diskussionen zu haben, eh bien, soyez sûr que c'est grâce à vous que l'on continue ce genre de combat. Seid euch sicher, dass es dank euch ist, dass wir diese Art Kämpfe weiter fortführen. Vous êtes les héros du 21e siècle et je vous en remercie. Ihr seid die Helden des 21. Jahrhunderts und ich danke euch dafür.
wunderbar übersetzt. Danke, danke. On a oublié le film. Ja. Pfeift ihm zu! Ja. Schön. Ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, er ist ein Held dieser Zeit. Da steht ein Mann, wisst ihr, ein Mann, oder? Wir wissen, wie Männer sind. Einfach nur wunderbar, wie er diese Dinge dargelegt hat. Vive la France. Vive la Durumba. Das hat mich sehr beeindruckt, diese Stadt, gewaltig. Einfach, dass sowas geht. Ich hätte weinen können, als der Mann erzählt, dass er ausgepfiffen wird, wenn er als Mann hier hinsteht und mal klare Sprache redet. Darum hat es mich umso mehr gefreut, dass wir dir zupfeifen konnten. Zupfeifen, du hast es richtig verstanden. Macht weiter so, macht eure Bewegung weiter so. Wir lieben euch, wir lieben euch. Vielen Dank, vielen Dank. Junge Menschen, vor allem Jungen, greifen immer früher auf pornografische Bilder zu. In ihrem Zimmer oder auf dem Schulhof, auf dem Bildschirm ihres Computers oder Mobiltelefons. 43% der 11- bis 13-Jährigen und 68% der 15- bis 17-Jährigen hatten bereits auf anstößige Inhalte im Internet zugegriffen. Die verheerende Auswirkung der Pornografie auf junge Teenager und das immer früher werden identifiziert, bleiben aber tabu. Die Bewegung Politische Freiheit, die sich für die Verteidigung der Vision der integralen menschlichen Sexualität einsetzt und die männliche und die weibliche Unterschiede respektiert, hat dies zu einem ihrer privilegierten Kämpfe gemacht. Der pornografische Tsunami ist eine schreckliche Tragödie, die den Menschen und die Gesellschaft als Ganzes umbringt. Wir sind schon sehr lange an diesem Thema interessiert und ich freue mich, dass einige Zeitungen damit beginnen, das Thema weiterzuentwickeln. Die katholische Kirche beginnt sehr zögerlich, ein wenig darüber zu sprechen, und sogar Emmanuel Macron. Durch die Vereinigung der virtuellen Welt, Stereotypisierung, Dominanz und Gewalt hat die Pornografie dank digitaler Werkzeuge einen Platz in unseren Schulen gefunden. Ich bin sehr zurückhaltend gegenüber Aussagen. Vor etwa 10 Jahren hat Nicolas Sarkozy einige ganz außergewöhnliche Aussagen zu diesem Thema gemacht, denen nie eine Wirkung folgte. Der Kampf gegen die Pornografie. Der Kampf gegen den Zugang zur Pornografie. Der Kampf gegen die Pornografie. Es wurde nur sehr wenig getan. Also hütet euch vor Aussagen. Und deshalb begnügt sich die Stiftung Politischer Dienst, deren Vorsitzender ich die Ehre habe zu sein, nicht mit Aussagen. Im Sommer haben wir eine Vereinigung Stoppo Porno gegründet, die darauf abzielt, frontal gegen Pornografie auf allen Ebenen, auf allen Stufen zum Schutz aller Bevölkerungsgruppen zu kämpfen. Vor einem Jahr habe ich einen Roman Le Parfum du Château, auf Deutsch Die Düfte des Schlosses, geschrieben, der dieses Problem von oben, wenn ich so sagen darf, von der Schönheit her analysiert, indem eine Familiengeschichte beschrieben wird. Auf Gefühle, die wir nicht mehr kennen, auf Einstellung der Reinheit, die nicht mehr existieren und die völlig veraltet und doch sehr lebendig in einer prächtigen, resistenten Bevölkerung erscheinen. Die Pornografie ist eine abscheuliche Tragödie. Sie ist heute ein Monster. Sie ist eine riesige Industrie, die Vermögen einbringt. Auf der moralischen Ebene ist sie ein außergewöhnliches Mittel zur Zerstörung der Gesellschaft. Die Linke hat das vollkommen verstanden. Sie ist sehr intelligent und deshalb zerstört sie, insbesondere durch die Sexualerziehung, durch die nationale Bildung, sodass die Stiftung Politischer Dienst, deren Vorsitzender ich bin, zurzeit wegen der Anstiftung zur Ausschweifung klagt. Der Prozess läuft und der Minister selbst hat uns gerade geschrieben, um uns mitzuteilen, dass er den Generaldirektor für Bildung mit der Untersuchung dieses Problems beauftragt hat. Allerdings setzen wir den Prozess fort.
Und wenn wir gewinnen, denke ich, dass wir eine Flasche Champagner öffnen können, denn ich denke, es wird ein ziemlich entscheidender Schritt im Kampf gegen die Pornografie sein. Aber ich möchte, dass das Handeln im Mittelpunkt dessen steht, was wir tun können. Reden reicht nicht mehr aus, wir müssen wirklich handeln.